Es ist ja bald Weihnachten und ich habe mir gedacht, was erzählst du? Und ich erzähle gern von meinem Lieblingsbaum im Garten. Das ist ein Quittenbaum. Und immer zum Jahresende befasse ich mich sehr viel mit diesen Birnen oder Äpfeln. Und darüber habe ich einen Film gemacht. Weiß, auch mit rosa Tönungen, sind die Blüten im Frühling. Aus Persien, dem Kaukasus, über Griechenland hat sich die Quitte bis nach Lichterfelde ausgebreitet. So sieht sie im Juli aus und so im September. Und dann wird es herbstlich, kühler. Hippokrates hat Quitte bei Fieber- und Magen-Darm-Problemen verschrieben. Tolle Frucht. Heute ist der 15. Dezember. Die Quitte ist der Baum mit den letzten Blättern. Er hatte auch die letzten Früchte des Jahres. Die Quitte ist ein Baum, dessen Früchte ohne Aufregung zu ernten sind. Einige sagen, die Quitten bräuchten sogar den ersten Frost oder einige erste Schneeflocken, um ihr volles Aroma zu entwickeln. So, und das sind die letzten Schätze dieses Jahres. Und damit gehe ich jetzt in die Küche. Und sie entfalten schon gleich hier drin einen ganz tollen Duft. Quitten haben einen Flaum und auf der Haut eine Fettschicht. Konservierung gegen Wetter und Umwelt. Ich wasche sie ab. Hier die Rückstände im Waschbecken. Jetzt geht es ans Zerteilen der Früchte. Interessant auch, die Quitte von innen, die Kerne. Die Kerne wollen wir nicht mitessen, die enthalten eigentlich das natürliche Pektin auch, wird schleimig, das schneiden wir raus. Und dann wird einmal gefragt, ja, kann man Quitte nicht roh essen? Also, ja, aber ist doch etwas hart. Das Schneiden erfordert etwas Kraftaufwand, daher das Küchenbeil. Die Kerngehäuse werden noch gebraucht. Da sind die Kerne und dann hacke ich es immer noch etwas klein und dann kommt es. Ja, das sind jetzt die Quitten, die fertig sind zum Kochen. Und jetzt alles in den Topf. Normalerweise sagt man Wasser. Ich nehme dazu einen Weißburgunder. Hat selber nicht allzu viel Aroma, aber es geht, ich glaube, es hebt den Geschmack der Quitten im Endeffekt und tut ihm gut. Jetzt geben wir ihm mal ruhig etwas Zeit zum Entsaften. Hat jetzt ungefähr insgesamt 3 Stunden gekocht. Ich habe es etwas abkühlen lassen, damit es nicht so heiß spritzt. Und jetzt machen wir es mal ab. Ja. Jetzt kommt etwas, ein Einkaufsbeutel. Baumwolle. Okay. Gekocht, ausgekocht. Und presse sie aus. So, dass keine weiteren Rückstände. Ah, ist heiß. Hier reingehen. Das ist das. Kerngehäuse wurden separat kürzer gekocht. Eine Spur Bitteraroma und sie bringen das Pektin. Ich habe es abgemessen. Es sind 3,6 Liter Saft geworden. Und Saft. Ah, er ist herb, hat aber schon eine gewisse Süße. Also wir müssen nicht mehr allzu viel Zucker da reinpacken. Ich glaube, hier 1 Kilo Rohrzucker,
3,6 Liter. Das ist in Ordnung. Und das wird dann auch nicht zu süß. Das rühren wir jetzt noch etwas durch. In der Zwischenzeit habe ich ausreichend Gläser zum Abfüllen bereitgestellt. Und jetzt können wir daran gehen, die Gläser zu füllen. Und das ist jetzt die Ausbeute dieser letzten Ernte, dieser ganz wunderbaren Frucht der Quitte, die so spät erst reift und den ganzen Geschmack des späten Sommers und des Herbstes in sich vereinigt. Wunderbar für die kommende kühle Zeit und die Vorfreude auf den nächsten Sommer und den nächsten Herbst. Guten Appetit!